Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Finanzfreunde. Ich wollte eigentlich wieder ein Thema dazwischen schieben, aber es ist viel passiert bezüglich unserer Freunde NetSens. Ich wollte einen kurzen Überblick schaffen und auch ein möglicherweise wahnwitziges Kursziel in den Raum stellen, das ich aber anhand von einem ähnlichen Anbieter, PayPal, einfach mal einigermaßen durchgerechnet habe. Einfach um euch darüber zu informieren, was grundsätzlich nicht unrealistisch ist, aber natürlich an ein paar Bedingungen geknüpft, die aber derzeitigen Status erreichbar sind. Zunächst wollen wir einmal die allgemeinen Neuigkeiten durchgehen. Was mich sehr erfreut hat, wo ich auch anfangen möchte, ist das Apollo-Programm. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Raumfahrtmissionen Apollo bis 14, meine ich. Und NetSens macht kein Hehl daraus, dass sie Großes vorhaben. Apollo by NetSens ist eine Website, die bald in Betrieb genommen wird. Man kann sie schon finden. Und letztendlich geht es darum, Regionen, die weltweit noch nicht durch Banken erschlossen sind oder nur dürftig, mit einem funktionierenden Zahlungsverkehrsnetzwerk auszustatten. Dementsprechend ist der Name Apollo ja nicht ganz unpraktisch. In sehr vielen Regionen dieser Welt gibt es Probleme bezüglich Bankenregulatoriken und auch Währungen bzw. Guthaben in irgendeiner Form leicht zu transferieren, ohne einen enormen Aufwand oder enorme Gebühren davon zu tragen. Genau dafür soll dieses Apollo-Netzwerk, dieses Problem soll dieses Netzwerk lösen. Und das ist in meinen Augen einmal eine unglaublich tolle Einnahmequelle und zweitens eine noble Sache, um letztendlich der breiten Bevölkerung Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen, ohne sie in Unkosten zu stürzen. Dementsprechend Chapeau. Das war ein sehr feiner Zug und ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man einfacher in diesen Gebieten Wohlstand aufbauen kann, ohne auch die Probleme des Bargeldes zu haben, bei dem man relativ leicht auch leider Gottes ausgenommen werden kann, wenn man mit größeren Mengen Geld umgehen möchte. Dann natürlich, das Board wurde weiterhin erweitert, der Herr Nicolas Genko, der mir davor kein großer Begriff war, ist hinzugestoßen. Er hat einige akademische Titel und vor allem ist er auch seit 2013, nunmehr 7 Jahren, tief integriert, hat mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet in Bezug auf Smart Contracts bezüglich Blockchain, Multi-Währungs-Kreditkarten in Blockchain-Themen und auch allgemeinen Investmentfonds, die sich mit Kryptowährungen auseinandersetzen und allgemeinen Zahlungsabwicklungsplattformen in dem Bereich. Was letztendlich ein großer Mehrwert sein dürfte, da eben viel Insight aus verschiedenen Unternehmen wieder zusammenkommt und damit das Board auch sehr gut ergänzt. Was mich auch immer wieder freut, ist, dass er auch gewisse Hintergründe, was Regulatorik mit Regierung angeht, hat. Dementsprechend, da das immer noch eins der größten Themen ist, sei es Libra oder die Stablecoin von NetSens, die NCCO, die immer noch eingefroren ist, haben wir hier vielleicht noch bessere Chancen, dass das endlich mal weiter in Angriff genommen wird. Gerade zum Thema Stablecoins, vielleicht kennt der ein oder andere die Winklevoss-Brüder, die ebenfalls mit Kryptowährungen und der Kryptobörse Gemini erfolgreich wurden. Es ist keine allzu große Plattform dafür, aber was diese beiden besonders macht, ist einmal, dass sie damals Facebook mitgegründet haben. War es Facebook? Oh je, das ist jetzt, sollte man nochmal nachgoogeln. Auf jeden Fall, die beiden setzen sich auch mit Stablecoins auseinander und haben jetzt einige Patente angemeldet, bei der die Regierung in Amerika unter anderem gewillt war, das Ganze zuzulassen und auch überhaupt zu bestätigen, wenn es eben an keinen Warenkorb von mehreren Währungen angeschlossen ist, dieses Stablecoin, sondern nur an den US-Dollar, was ja quasi der erste Schritt hin fort von dem derzeitigen Bankensystem ist, sondern zu einer dezentralisierten, wenn eben auch dieses Mal mit einer 1:1 Währung, die noch normal ist, möchte ich mal nennen, zu koppeln. Was aber ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man solche Sachen dann über Futures absichern kann und somit dann Stablecoins in gewisser Weise hervorbringen kann. Tja, es tut sich viel. Auch was die Dividendenauszahlungen geht mit Stablecoins, haben sich die Winklevoss-Brüder jetzt schon mal gut positioniert. Das sind auf jeden Fall Namen, denke ich, die man noch häufiger hören wird. Was aber auch für NetSens gilt. Der ein oder andere hat es bestimmt schon gelesen. Ich weiß, ich bringe keine Neuigkeiten, die nicht allgemein schon bei NetSens veröffentlicht sind.
Wir haben ein Lightning Network integriert bekommen, in der innerhalb von einer Sekunde 1 Million Transaktionen in Kryptowährungen ausgeführt werden können. Es gab schon mal die Meldung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass NetSense ein Netzwerk geschaffen hat, das quasi mehr Leistung, also skalierbar ist, wenn mehr Nachfrage nach Transaktionen ist. Jetzt haben wir das Ganze auf die nächste Stufe gebracht bekommen, in dem quasi 1 Million Transaktionen pro Sekunde garantiert werden. Das ist enorm, gerade für den derzeitigen noch aufbruchstimmigen Markt. Das sind die besten Voraussetzungen, um so etwas eben langfristig auch erfolgreich werden lassen zu können, da man bei Bitcoins früher häufig das Problem hatte, als wirklich einige Leute damit bezahlen wollten, dass die Transaktionsdauer über Stunden hinweg verzögert war. Das ist natürlich nicht gut, vor allem wenn so eine Kryptowährung schwankt. Instant Settlements für Leute mit über 100.000 Dollar täglichem Volumen sind auch eingeführt worden. Das ist insgesamt einfach eine gute Positionierung für größere Unternehmen, die sich darauf verlassen können, dass, ich wiederhole mich, außerhalb von Ländergrenzen auch innerhalb von einem Tag alles letztendlich ordnungsgemäß ist. Man weiß, ist das Guthaben da oder gibt es dann doch Probleme mit der Zahlung. All das löst NetSense inzwischen wirklich rapide. Und macht natürlich gute Laune auf mehr. So, ich möchte es euch nicht länger vorenthalten, ein Gedanke, bei dem ich durchaus grinsen musste. Ich habe mir die Marktkapitalisierung von PayPal angeschaut und den Umsatz. NetSense hat noch keinen Gewinn, da muss man sich durchaus an den Umsatz halten. PayPal hatte 2018 einen Umsatz von knapp 15 Milliarden Euro und dabei eine Marktkapitalisierung von 128 Milliarden Euro Status quo. Nehmen wir an, PayPal hat jetzt eben noch etwas mehr Wachstum gehabt. Das heißt, der Umsatz ist natürlich auch gewachsen. Würde bedeuten, dass PayPal eine knapp achtfache Bewertung des Umsatzes hat in Marktkapitalisierung. NetSense hat derzeit einen Umsatz, gut, ich habe noch nicht die aktuellen Zahlen von 2019, aber nehmen wir an, wir haben 1 Million Umsatz im Januar. Und nehmen wir an, 40% wäre das Wachstum. Weiterhin pro Monat. Würde 1,4 hoch 12 entsprechen, würde eine Ver-56-fachung des Umsatzes im Jahr bedeuten. Heißt, wenn alles gut laufen würde, hoffen wir es, natürlich, da ist enormes Wachstum noch Potenzial dabei, hätten wir 56 Millionen im Dezember allein. Das heißt, insgesamt im Jahr 2020 eventuell sogar 80 Millionen Euro Umsatz. Oder Dollar. Ja gut, nehmen wir den Dollar. Gut, 80 Millionen Umsatz, nehmen wir nicht die mal 8 wie bei PayPal. Wir haben noch keinen Gewinn, sagen wir mal 5. Würde eine Marktkapitalisierung von ungefähr 400 Millionen Dollar entsprechen. Gut, sagen wir 350 Millionen Euro. Würde sich der Kurs Status Quo 39 Euro Cent bei 20 Millionen Marktkapitalisierung bedeuten. Dann würde das sich quasi vor 15-fachen. Nein, Quatsch. Mehr als vor 15-fachen. 20 Millionen, 350, ja. Sehr gut, ich bin voll im Kopf rechnen. Vor 17-fachen. Gut, 17 mal 40 Cent, dann wären wir schon bei ungefähr 2,80 Euro. Ist was. Vor 17-fachen des Kurses. Kann man nicht meckern. Nehmen wir an, das gelingt denen in 2021 nochmal. 2,80 Euro mal 56. Dann hätten wir einen Kurs von NetSense, wenn man das mit PayPal vergleicht, von über 100 Euro die Aktie. Es ist ein Hirngespinst, es ist aber durchaus realistisch, wenn das so weiterlaufen sollte, wenn das akzeptiert wird, wenn NetSense dieses Wachstum halten kann und von 50 Millionen nochmal vor 50-fachen, natürlich, dann sind wir bei 2,5 Milliarden Umsatz. Aber wenn das Unternehmen wird, das eine Zahlungsplattform bereitstellt, das von der breiten Masse akzeptiert wird, sind 2,5 Milliarden Umsatz nichts. Und wenn es tatsächlich sich herausstellen sollte, dass die Bewertungszusammensetzung von NetSense ähnlich wie bei PayPal sein sollte, dann hätten wir eine vor 250-fachung des Kurses auf den derzeitigen Kurs. Mindestens in den nächsten 2 Jahren. Und das würde mir gefallen. So viel dazu, ich wollte euch meine Gedanken nicht vorenthalten und wenn NetSense tatsächlich bei 100 Euro die Aktie stehen sollte jemals, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und werde höchstwahrscheinlich. Ich werde noch arbeiten, aber ich werde es nicht mehr müssen und das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube an das Unternehmen, es kann auch sein, dass das Geld komplett weg ist. Wer weiß das schon.
Aber solche Gedankenspiele machen mir manchmal Spaß und ich wollte euch teilhaben lassen. Einen wunderschönen Tag und bis bald.